Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo, immer noch am Mittwoch. Und mit richtig schlechten Bildverhältnissen, wie ich jetzt gerade auf der Kamera sehe. Aber okay. Ja, heute ist bei mir Mittwoch, bei euch Freitag. Und ich würde jetzt sagen, wir fangen mit dem Thema an. Nämlich, ich möchte euch eine Geschichte ein bisschen erzählen und mal dann euch so meine Gedanken dazu erzählen. Vor ein paar Tagen bin ich im Bett gelegen. Wow, das passiert bei mir ja nicht jeden Tag. Es passiert bei mir eigentlich jede Stunde, aber okay, wollen wir jetzt mal nicht so sein. Ich lag auf jeden Fall im Bett, hab mein iPad geschnappt, hab mir auf dem Teil einen Film angeguckt und dann habe ich vor der Tür plötzlich Geräusche gehört. Also es war so, dass ich dann bei uns unten vorm Haus auf der Straße waren irgendwelche Leute gesprochen und ich kann jetzt nicht sagen, dass es gerade Deutsch geklungen hat, sondern es hat sich sehr, es war auch kein richtiges Arabisch, also oder so, es klang echt sehr ungewöhnlich, die Sprache. Und es ist immer lauter geworden und man hat das Gefühl gehabt, die streiten da miteinander. Und da habe ich kurz überlegt, sollte ich jetzt vielleicht was sagen? Sollte ich da runterschreien? Und dann muss ich sagen, habe ich in dem Moment dann doch ein bisschen Angst bekommen und habe gedacht, was, wenn ich jetzt da runterschreie und die dann aggressiv werden mir gegenüber? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe dann eben trotzdem aus dem Fenster geguckt und habe zwei sehr dunkelhäutige Männer gesehen und habe dann gedacht, oh, dann mische ich mich besser gar nicht ein. Ich gehe wieder zurück in mein Bett, hole meinen Kopfhörer und gucke meinen Film fertig und ja. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und habe mal überlegt, eigentlich könnten das zwei total nette junge Männer gewesen sein, die da gerade drüber diskutiert haben über irgendwas total Interessantes, wie zum Beispiel, weiß ich, über einen Kuchen oder irgendwas. Oder zwei Männer, die gerade auf Wohnungssuche sind und sich gesagt haben, ach, das ist ja eine nette Nachbarschaft. Und eben einer von den beiden vielleicht ein Flüchtling war und andere vielleicht schon seit seiner Geburt in Deutschland gelebt hat. Und ich da jetzt gerade total die Vorurteile gehabt habe und die vielleicht, wenn ich runtergerufen hätte, sofort zurückgerufen hätten, sowas wie, na, es tut uns leid, wir versuchen leiser zu sein oder irgend sowas. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, warum bin ich jetzt eigentlich sofort davon ausgegangen, dass ich mehr oder weniger Repressalien zu erwarten habe, nur weil die da unten stehen, sich miteinander lauthals unterhalten und offensichtlich einen Migrationshintergrund haben. Und dann habe ich mir so drüber nachgedacht. Dann bin ich aber auch auf keine Lösung gekommen. Und dann habe ich auf jeden Fall, habe ich dann am Abend mir die Nachrichten angeschaut. Dinge, die man nicht tun sollte heutzutage, glaubt es mir. und dann kam da wieder so ein Bericht über irgendwelche Flüchtlingskriminalität oder auch da über die aktuellen Zahlen. Und danach, muss ich zugeben, war ich dann noch beunruhigter und habe dann nochmal drüber nachgedacht. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen habe ich dann mir gedacht, also für mich war es Morgen, für meine Mutter war es Nachmittag. Dann habe ich gedacht, gut, das ist jetzt die Zeit, wo meine Mutti noch nicht zu müde ist, um zu diskutieren und ich gerade halb wach bin. Dann bin ich zu meiner Mutter hingegangen und habe gefragt, Mama, wieso ist die Welt zurzeit so unsicher? Dann hat meine Mutter, die haben dann lang diskutiert und so weiter. Und dann irgendwann sagt so meine Mutter, eigentlich ist die Welt gerade sicherer, als sie jemals zuvor war. Eigentlich haben wir es richtig gut. Und der einzige Grund, was der Unterschied ist zu früher, ist, dass wir es heutzutage alles mitbekommen, was sonst noch los ist. Da habe ich so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, eigentlich hat meine Mutter recht. Also wenn man mal überlegt, heutzutage hören wir ein Mann, also jetzt mal das Beispiel von Chemnitz zu bringen, ein Mann wird getötet. Und zwar von Leuten mit Migrationshintergrund. Oder vielleicht auch nicht, weil man weiß es ja nicht einmal. Das ist nämlich das Ding, es wird immer gleich angenommen, das. Und das ist dann immer gleich Fakt. Aber dass die Leute sagen, es wird angenommen. Und angenommen heißt ja eigentlich, es ist kein bewiesener Fakt, sondern es ist nur eine Theorie. Das überhören die meisten schon. Und dann ist es so, dass der ist dann halt gestorben. Traurig, tragisch, ist jetzt aber halt so, kann man nichts machen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir jetzt mal nur mal ein Jahrhundert zurückgehen, also wirklich nur mal 100 Jahre in der Zeit zurückgehen,
dann war das noch stinknormal, dass da Leute mitten auf der Straße abgestochen worden sind. Und da war es auch noch, wenn wir jetzt mal nur mal davon ausgehen, vom 18. Jahrhundert, da sind die Leute ermordet worden, da sind sie vergewaltigt worden, da sind Kinder entführt worden, direkt an der Hand von der Mutter. Und da hat keiner sich drüber aufgeregt, außer die Leute, die da vielleicht das mitbekommen haben. Damals gab es noch keine Möglichkeit, dass man sich ausgetauscht hat und dann plötzlich einer in Afrika geschrien hat: Das ist ja ein Paar. Dass das da drüben in diesem kleinen Dorf in Mitteldeutschland passiert ist. Das gab es damals nicht. Und wenn man sich mal weiter überlegt, es gab zu den Zeiten, als meine Großmutter, also wirklich nur meine Oma, und die ist jetzt nicht so alt. Ich meine, gut, sie ist alt, aber nicht so alt. Sie ist älter als ich und älter als Mutti. Aber das ist irgendwie, wenn es nicht so wäre, wäre es komisch. Also. Und wenn man das mal sich überlegt, da gab es Krieg, wirklich richtigen Krieg. Da sind die Leute, da wurden mehr als nur so ein paar Leute getötet. Da wurden Tausende getötet. Das war sogar noch zu Zeiten, also es war zu Zeiten, Millionen. da wurden Millionen getötet. Und ich will jetzt echt nicht einen auf die Keule mit den Juden bringen, aber da wurden Juden vergast teilweise. Und wenn man sich das mal überlegt, wenn man mal das einfach mal zur Relation zieht, dann können wir hier heutzutage echt sagen, scheiß auf die ganzen Flüchtlinge, scheiß auf das, dass da was passiert. Wir leben in richtig sicheren Zeiten. Ich meine, seien wir mal ehrlich, heutzutage wird ermittelt, wenn jemand getötet wird. Das ist nicht immer so gewesen. Heutzutage ist es so, dass es Verfahren gibt, es gibt Gesetze, es gibt Sicherheit. Es gibt wirklich einen Staat, der sich um die Bürger auch kümmert. Ich meine, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass man von Hartz IV leben kann wie der König ja, der König in Fra Thron. auf seinem Thron. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie König in Frankreich, aber da lebt man, hat man als König nicht gut gelebt. Auch historisch betrachtet. Aber ja. Aber wenn man sich das mal überlegt, wenn man einfach mal so drüber nachdenkt, dass es damals noch viel schlechter war. Und ich meine, wenn meine Großmutter, wenn ich jetzt mal an meine Großmutter zurückdenke, wenn die damals gesagt hätte zum Staat, könnt ihr mir vielleicht Geld geben fürs Essen oder für Unterkunft oder für Lebensmittel, für Kleidung, für irgendwas, da hätten die vom Staat sich totgelacht, weil das war damals noch nicht denkbar. Und heutzutage kann ich zu irgendwelchen Behörden hingehen und sagen, ich hätte gerne Hartz IV. Gut, wenn du zu viel hast, dann wird es abgelehnt, aber wenn du wirklich nichts hast, kriegst du Unterstützung. Und das ist was ein großes Gut ist und was man auch mal nicht mehr immer nur als dieses Selbstverständliche sehen sollten. Wir alle sollten allgemein aufhören, diese Sicherheit, diese teilweise auch Geborgenheit, die wir heutzutage und vor allem diese friedfertigere Zeit als früher als selbstverständlich zu sehen. Und ja, ich verstehe, dass wenn man das Gefühl hat, dass alles einem über den Kopf wächst und wenn man das Gefühl hat, alles ist bedrohlich und wir werden angegriffen oder wir haben keine Chance mehr oder wir sind in der Unterzahl, dann kann man wütend werden, weil man Angst hat. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass man aus Wut anfängt, anderen Leuten weh zu tun, sie zu verletzen, sie zu bepöbeln oder sonst was. Wenn man wirklich solche Sorgen hat und solche Ängste, dann sollte man erstmal anfangen, sich zu überlegen, wo kommen die Ängste her? Und eins garantiere ich euch, und das ist wirklich etwas, was ich sagen kann, die Ängste, die die meisten Leute haben da draußen, die kommen nicht davon, dass sie irgendwas erlebt haben, dass sie irgendwas beobachtet haben oder dass sie irgendwas mitbekommen haben. Weil wir leben hier in einem Land, das wirklich schön ist. Ich meine, ich kann es beurteilen. Ich bin im Ghetto von Brasilien also geboren worden. Also ich kann es einschätzen, glaubt's mir. Da war sowas wie Hartz IV. Da hat jemand, wenn du da jemanden gesagt hast, gibst du mir Geld für ein Essen, konntest du davon ausgehen, dass du dann gar kein Essen mehr hattest. Der hat dir dann noch den Rest Geld genommen. Und dort ist es wirklich gefährlich gewesen. Und die jetzt Angst haben, vor allem möglichen, Angst davor haben, dass sie angegriffen werden, Angst vor der Islamisierung, Angst davor, dass ihnen Zeug weggenommen wird. Das sind die Leute, die meistens die Angst nicht von sich aus haben, sondern die Angst von den Mädchen haben. Und zwar nicht, weil die Mädchen irgendwie so böse sind, nicht, weil die es irgendwie so furchtbar sind, sondern schlicht und ergreifend dadurch, dass wir jetzt in einer viel globalisierteren Welt leben und wir viel mehr mitbekommen. Und
es entsteht aus nichts mehr Angst als aus einem Wissen, aus einer Mischung aus Halbwissen. Ja, seien wir mal ehrlich, wir wissen, das ist passiert, aber wir wissen nicht, warum passiert sowas. Und das ist dann Halbwissen. Und es gibt diesen Satz, Halbwissen ist nur halb so schlimm, aber das stimmt nicht. Halbwissen ist eigentlich doppelt so schlimm, als etwas zu wissen. Ja, wenn du etwas weißt, das kann dich beruhigen. Aber wenn dir jemand nur immer Bröckelchen hinschmeißt und du die dann eben nur artig aufisst, dann kriegst du mehr Angst. Dann hast du irgendwann so viel Angst, dass deine Angst sich umwandelt in Wut. Und ja, das ist etwas, was wir vielleicht mal aufhören sollten, uns Angst machen zu lassen. Wir sollten vielleicht mal anfangen, nicht das zu sehen, was schrecklich ist, sondern wir sollten anfangen, das zu sehen, was gut ist. Und wenn ihr sagt, gut, es gibt hier nichts, was gut ist, dann fangt an, etwas zu tun, damit es gut wird. Kauft euch ein neues Jenga-Brett und spielt mit eurer Familie Jenga. Fangt an, miteinander zu reden. Geht dorthin, wo ihr vor den Leuten, denen ihr Angst habt, und redet mit denen und merkt, dass es auch nur Menschen sind, die teilweise Angst haben, dass sie, weil sie verfolgt werden und teilweise eben auch so ein bisschen Sozialschmarotzer sind, aber das gibt's auch. Wir wollen jetzt mal nicht, wir wollen mal nicht alles glorifizieren, aber redet mit den Leuten und dadurch erfährt man viel mehr. Und ja, dadurch kann man viel, 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 viel mehr bewirken, als wenn man einfach nur da sitzt und sagt, ich habe Angst. Weil Angst ist der Anfang von Terror und Krieg. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Angst hat und die Angst wandelt sich in Wut um. Drum kämpft am besten nicht gegeneinander, sondern fangt an, gegen eure Ängste anzukämpfen. Und das ist leicht gesagt, aber glaubt einem Mädchen, das früher nicht mal ge sich getraut hat, 5 Sätze draus zu drücken, weil sie einfach solche Angst hatte vor der ganzen Welt. Und ja, mir könnt ihr das glauben in dem Fall. Es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Ja, mit diesen Worten beende ich mal mein Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eben eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Denkt mal drüber nach und guckt keine Nachrichten, sondern geht vielleicht mal spazieren. Oder für die, die nicht rausgehen wollen, so wie ich, geht nicht raus und spielt Computerspiele. Oder ignoriert einfach mal 2, 3 Tage lang oder eine Woche einfach die Nachrichten. Und man wird merken, man hat plötzlich viel weniger Angst. Glaubt es mir. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao.